Wie Sie ja bereits wissen, unterstützt Sie Wabi-Profi 3 in vielen, vielen Dingen. Wabi-Profi 3 prüft, ob irgendwas möglich ist oder ob irgendwas nicht möglich ist. In diesem Video wollen wir uns die Abgabekontrolle etwas näher ansehen. Und ich würde Ihnen gerne die Hintergründe dazu erläutern, damit Sie das ganze Ding gut verstehen. Wir fangen einfach mit einem Beispiel an. Wir nehmen einen Artikel und wollen eine Stückzahl verkaufen. Diese Stückzahl, die wir jetzt gerade eingeben, ist ein Überverkauf unseres Bestandes. Wir sagen übernehmen. Nun prüft Wabi-Profi 3, stimmt es eigentlich? Wir haben im Bestand 3, lieber Benutzer, du willst aber 4 abgeben. Soll ich den jetzt trotzdem verkaufen, ja oder nein? So, das ist diese Abgabekontrolle. Und wie die funktioniert, was da dahinter steckt, wie sie es aktivieren, zeige ich Ihnen jetzt. Zuallererst müssen wir natürlich Wabi-Profi 3 sagen, du mach das mal, pass mal ein bisschen auf. Und in den Systemeinstellungen unter Verkauf können Sie bei Leistungsmerkmale die Prüfung, ob verkaufte Stückzahl möglich sein kann, also die sogenannte Abgabekontrolle, aktivieren. Wenn Sie diese Option nicht aktiviert haben, dann ist es Wabi-Profi 3 egal und sagt, ja, dann mach doch, was du willst. Das heißt, du machst es, lieber Benutzer, und du machst das schon richtig. So, es wird jetzt keine Prüfung durchgeführt, das heißt, wir haben hier eine Bestandsanzeige in der Kasse, die wir im Übrigen auch aktivieren oder deaktivieren können, klar. Hier steht hier 3 und Sie verkaufen 5. Wenn Sie sagen, ich will das nicht, dann schalten Sie es aus. Ich empfehle es Ihnen aber zu aktivieren. Diese Abgabekontrolle, wir aktivieren sie wieder. Verkauf, Verhalten, Leistungsmerkmale, Prüfung, ob verkaufte Stückzahl möglich sein kann, hängt auch mit einem weiteren Kriterium zusammen. Sie haben im Artikelstamm jederzeit die Möglichkeit, die Lagerführung zu aktivieren. Das bedeutet im Klartext, dass der Artikelbestand um die abgegebene Menge sich reduziert. Das heißt, wenn Sie eins verkaufen, haben Sie in unserem Beispiel nicht 3, sondern nur noch 2 da stehen. Klar. Funktioniert natürlich nur, wenn Sie die Lagerführung aktiviert haben. Für diejenigen unter Ihnen, die sagen, ich hab die Lagerführung nicht aktiviert, ja, dann hat es keinerlei Einfluss natürlich auf eine Bestandsreduzierung oder auf eine Abgabemengenprüfung. Das heißt, er prüft nicht, ob die abgegebene Menge, also die verkaufte Menge, größer ist als der vorhandene Bestand. Okay, aber ich empfehle Ihnen, Lagerführung zu aktivieren und die Abgabemengekontrolle auch zu aktivieren. Damit sind Sie auf der sicheren Seite und Sie haben als Benutzer letztendlich immer noch dann die Möglichkeit, schnell zu reagieren, dass Sie sagen, ach ja, ich habe zwar die Erstanlage des Artikels gemacht, aber ich habe vielleicht vergessen, im Eifer des Gefechts, weil Kunden kommen, weil 3 Kartons da stehen und alle schnell gehen muss, Sie allein sind und die Verkäuferin krank ist und was weiß ich was alles. Ich denke mal, diese Konstellation von unglücklichen Umständen kennen Sie bestimmt alle, kann dazu führen, dass man einfach was vergisst. Und der Mensch ist halt leider Gottes die größte Fehlerquelle. Aber egal. Also ich empfehle Ihnen, Lagerführung und natürlich Abgabemengenkontrolle zu aktivieren. Dann sind Sie immer auf der sicheren Seite. Und dann könnten Sie hergehen und wenn Sie so eine Meldung erhalten, dass Sie dann sagen, ach ja, da habe ich doch vor 2 Wochen Ware bekommen. Und dann können Sie reingehen im Artikelstamm und das kontrollieren. Und dann können Sie sagen, habe ich vergessen, einen Wareneingang zu machen. Können Sie das nachbuchen? Und dann haben Sie wieder eine saubere Kontrolle. So, also, Artikelstamm ist klar. Dann gehen wir jetzt mal die Situationen durch, bei denen die Prüfung erfolgt. Das heißt, wir geben einen Artikel ein, ich sage jetzt mal Stückzahl 1. Kein Problem, weil er sagt, 3 sind da, 1 gebe ich ab, alles ist wunderbar. Jetzt verkaufe ich den Artikel nochmal. Jetzt wird natürlich unsere neue Abgabemenge zu der oberen hinzugefügt. Der sagt, ich habe 2 von dem Artikel. Immer noch in Ordnung. Was ist aber, wenn der Kunde sagt, ich parke den Artikel? Jetzt parken Sie das. Ja, ich will diesen Artikel parken, weil ein anderer Kunde jetzt zahlen will. Wir verkaufen jetzt irgendwas anderes, bezahlen das, 20 und weiter. So, jetzt kommt ein anderer Kunde und verkauft den Artikel 3, will den Artikel 3 kaufen, den wir vorher schon geparkt haben. Also diesen Musterartikel 3. Und nun sagt er, ich will nicht 1, sondern 2. Jetzt gehen Sie einfach her, klicken erneut auf den Artikel. Jetzt sagt Wabi-Profi 3, pass mal auf, ich habe nur 3 im Bestand. Es sind 3 Stück bereits vorgemerkt und du wirst aber trotzdem noch einen zusätzlich verkaufen, lieber Verkäufer. Hey, kann das sein? Jetzt bitte ich Sie an dieser Stelle mal in sich zu gehen und zu sagen, warum ist es so? Ganz einfach, vorgemerkt 3 bedeutet, vorgemerkt kann natürlich auch ein offener, geparkter Verkauf sein.
Das ist in unserem Beispiel so. So, ich schaue jetzt mal hier. Ich packe jetzt auch mal diesen Verkauf und hole mir jetzt dann diesen anderen, diesen erstgepackten Verkauf. Und hier sehen wir, dass wir von den Musterartikel 3 bereits 2 Jahre vorgemerkt haben, also reserviert haben für einen anderen Kunden. Und wenn das der Fall ist, das berücksichtigt Wabi Profi 3 natürlich auch, weil er sagt, 2 sind bereits für den Kunden 1 hinterlegt und das eine ist für den Kunden 2 hinterlegt, aber der Kunde 2 will nochmal einen von dem Artikel. Aber es ist in dem Fall nicht möglich, weil der Kunde 1 ja schon 2 bekommt, der Kunde 2 1 bekommt und sie aber letztendlich nur 3 Stück im Bestand haben. Also ist cool die Funktion. Okay. Ich würde ihn auch aktivieren lassen. Das hole ich mir jetzt auch. Es gibt ja auch die Funktion von Plus und Minus. Auch bei Plus und Minus, das heißt bei Bestandserhöhung, ich drücke jetzt Plus, erhöht sich ja die Abgabemenge immer um 1. Drücke ich nochmal Plus, dann habe ich 3. Drücke ich nochmal Plus. Auch hier prüft Wabi Profi 3 wieder, sagt, hey Benutzer, hey, 3 sind da, 3 haben wir schon, 3 verkaufe ich gerade und jetzt müsst ihr noch eins verkaufen. Kann das sein. Also ist eine coole Funktion, diese Abgabemengenkontrolle, die es einfach Ihnen hilft, Ihren Lagerbestand kontinuierlich sauber zu halten und natürlich immer aktuell zu halten und Sie eventuell auf vergessene Wareneingänge hinzuweisen. Bedanke mich. Bis bald. Tschüss.